Na, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wie ich ja schon gestern berichtet habe, fahren wir jetzt wieder zurück ins Werk, holen unsere Gitterboxen ab, dann fahren wir nach Wackersdorf, dann nach Leipzig und dann schauen wir, wie es weitergeht. Heute Nacht hat es geregnet, wie man unschwer an unserem Platz erkennen kann. Fetzen, fetzen, fetzen. Ja, jetzt nochmal Pfützen hüpfen rund um die ums Auto und dann geht's los. Dann fahren wir rein. Mal gucken, ob es Tor 5 uns wieder gnädig ist. Wenn nicht, fahren wir zum Tor 1 rein und dann ab die Post nach Wackersdorf. Dürfte heute eigentlich alles nicht so lange dauern. Das müsste eigentlich relativ zügig gehen. Also, meine Freunde, lasset uns aufzwicken. Lasset uns den Tatsachen ins Auge blicken. Das Bruttosozialprodukt stärken. Und wieder mit demselben Fleiße geht's wieder an dieselbe tolle Sache. So, wie viel haben wir denn noch im Tank? 930 Kilometer. Da möchten wir heute hoch zu über Hermsdorf fahren und tanken. Oder in Leipzig spätestens. Sonst wird's eng. Was zeigt denn das hier Rotes an? Die 15 Richtung Nürnberg, Regensburg. 3 Minuten Stau. Naja, das vorne die Ampel, denke ich. Ich denke, das ist da vorne die Ampel Obertraubling. Damit kann man leben, würde ich sagen. Die haben wir bis jetzt immer überstanden. So, Freunde. Schön gemütlich hier raus. Mich würde mal interessieren, was das mit dem Platz wird, mit dem Rest da hinten, der abgesperrt ist. Was sie da vorhaben. Das würde ich schon gern mal wissen wollen. Ich bin ja nicht neugierig, aber wissen wollen würde ich es schon mal. Ja, so ist es, meine Freunde. Ja, das ist oben die Ampel, denke ich. Da ist jetzt bestimmt ein bisschen Verkehr. Ja, hier gibt es Grün nur auf Anforderung. Ich habe aber angefordert, Ampel. Thank you.
Jetzt haben wir Fußgängerrot. Jetzt gibt's gleich Grün. Sag ich doch. Es hat ganz schön geregnet heute Nacht, mein lieber Mann. Die Ampel ist aus. Wir fahren nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Schrumm, schrumm. Raschrummel, bambummel. So, Freunde. Da haben wir gleich die fehlende Zeit vom Wochenende wieder mit ausgeglichen. Sind wir auch da wieder im Reinen. Wir hatten nämlich jetzt ausreichend Pause und die 3,5 Stunden gleich noch mit dran, die gefehlt haben. Also sind wir auch da wieder auf der sicheren Seite. Der hat Kabelbahnen drauf. Der will bestimmt ins BMW-Werk. Die machen da irgendwie da in der neuen Halle Kabelbahnen. Garantiert. Das sind schon einige Meter, die der drauf hat. So, dann schauen wir mal. Ob es klappt. Der Duvenbeck will, ach nee, das ist gar kein Duvenbeck, das ist ein Ring, der will auch hier rein. Der Ring. So, schön langsam ranfahren. Na, es klappt. Also meine Guten, bis später. So, meine Guten. Jetzt fahren wir nach Wackersdorf. Laden dort noch zu und dann geht's nach Leipzig. Dann laden wir in Leipzig ab
Das, was ich jetzt hier drauf habe, kommt in der C30 runter. Und mal gucken, wo das runterkommt, was in Wackersdorf. Vielleicht haben wir Glück, das kommt auch dort runter oder dort in der Nähe. Das wäre optimal. Aber wir werden sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt düsen wir erstmal nach Wackersdorf. Ja, hat einen Moment gedauert, weil gerade einer drinnen stand in der Ladezone, aber das ist halt nicht zu ändern. Dadurch ich ja außerplanmäßig war, war ich ja nicht eingeplant. Also es wusste ja keiner, welche Zeit ich komme. Ne? Nicht genau, so um und bei bloß ungefähr. Weil wir ja nicht genau wussten, wann ich gestern fertig geworden bin wegen der Pause. Ja. So ist es, meine Guten. Schönes Fahren, wenn die Autobahn frei ist, ne? So, und dann müssen wir mal gucken, was der Hansi gemeint hat, wo hier gesperrt sein könnte. Dann müssen wir irgendwie nämlich außenrum fahren. Aber da wird ja eine Umleitung eingerichtet sein, denke ich mal. Also auf ins Gefecht, meine Lieben. Wackersdorf ist eine Umleitung. Ja, da wollen wir doch sowieso nicht runter. Ach, meine Opfer des Gesperrten, na toll. Also müssen wir wahrscheinlich von hinten rum rein. Ja, meine Opfer ist gesperrt. Das ist doch nicht normal. Ja, da werden sie eine Umleitung eingerichtet haben, denke ich mal.
Genau hier wollten wir runter. Naja. Ach, hier steht ein Leitungsschild. Industriegebiet Wackersdorf. Ja, es wird auch noch länger dauern, wie es ausschaut. Alles aufgerissen. Eine Form von hinten rein ist ja auch nicht weiter schlimm. Müssen wir dann bloß beim Rausfahren aufpassen? Das mal richtig rum rausfahren, ne? Aber das wird ja auch ausgeschildert sein, denke ich mal. Hier hinten waren wir noch gar nie, ne? So, sind wir doch schon wieder auf der richtigen Spur, Freunde. Guck, da vorne ist, glaube ich, dann die Kartbahn. So, dann stecken wir uns die Warnweste drüber, ziehen die Arbeitsschuhe an und dann gehen wir uns anmelden. Ausweis nicht vergessen, den brauchen wir beim Werkschutz. Wenn wir uns die Einfahrtsgenehmigung holen, da hast du nämlich solche Magnetkarten, die du dann an so ein. Wenn du oben dich angemeldet hast, gehst du runter, holst dir deine Magnetkarte. Die hältst du dann an der Schranke ran, an so ein Laser, und dann geht die Schranke auf. Und dann kommst du rein und auch wieder raus. Eine Seder. Glück auf! Glück auf! Glück auf, der Steiger kommt! Oder so ähnlich. Das Steigerlied. Oh, hier flitzen sie mit ihren kleinen Autos rum. Eine Schau an. Hier flitzen welche. Ha. Alter, die Dinger, die sausen. Bei den Motorrädern bin ich mir immer nicht ganz sicher. Ist doch neu hier. Das Schild BMW Group LKW. War doch früher nicht dran. Das haben sie neu rangenietet. Naja, die Umleitung ist doch gar nicht so schlimm.
dauert eine Minute länger. Weil erst nach da, dann nach da, dann nach da und dann hier. Sonst hätten wir gleich nach da und hier. Viele Wege führen nach Rom. Und auch nach Wackersdorf. Ich verstehe nicht, wieso manchmal die Hauptstraßenschilder hinter der Kreuzung angebracht sind. Die gehören doch eigentlich vor der Kreuzung. So, meine Guten. Dann gehen wir uns mal anmelden. Uns jetzt sogar hierher gestellt. Ach nee, es steht Gigaliner da. Gigaliner. Wir sind ja kein Gigaliner. Wir sind ja ein stinknormaler Lang-LKW. So, wir stellen uns da rüber. Dass wir die blinde Ecke frei haben. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Die blinde Ecke. So, Freunde. Hätten wir es doch geschafft. Auf nach Leipzig. Abladen. In der V40 laden. Gucken, ob wir noch ein Stückchen fahren. Ich denke mal ja. Und dann tunk mal runter zu. Oder wie viel haben wir denn noch zum Tunken? ...690 Restreichweite. Naja, müssen wir tanken. Nützt alles nicht. Da müssen wir tanken, das nützt alles nicht. So, Freunde, jetzt sind wir ja schon gleich am Hermsdorfer Kreuz, beziehungsweise sind wir es ja schon. Wir fahren jetzt nicht erst nach Hermsdorf rein tanken. Das raubt uns jetzt einfach zu viel Zeit. Wir müssen erstmal schauen, dass wir leer werden und wieder geladen bekommen. Die eine Abladestelle, die erste mit der ersten Gitterbox, ist ja außerhalb vom Werk. Die ist ja Renus auf der BMW-Allee. Die fahren wir als erstes an. Und dann fahren wir ins Werk.
Die anderen drei Abladestellen, 28, 30, 32. Wenn wir ein bisschen Glück haben, nehmen sie uns alles an der 28 runter, das werden wir sehen. Und dann fahren wir in die Fall 40 laden. Dann fahren wir schnell in den alten Flughafen, in die Spedition, Papiere abgeben, tanken. Zumindest einen Tank auf der rechten Seite voll machen, je nachdem wie viel Betrieb ist. Und dann nee, du brauchen wir auch. Wir sind jedenfalls schon Diesel schon auf der Reserve, aber das macht nichts. Wir haben über 400 Kilometer Reserve. Haben noch knapp 100 Kilometer bis Leipzig. Also da brauchen wir uns erstmal keine Gedanken machen. So, Freunde. Das ging rucki zucki. Hatte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber, naja, hat doch geklappt. Halbe Stunde. Mit Anmelden und Abladen. So, jetzt muss es dort im Werk auch noch schnell gehen. Das Abladen und das Laden. Dann können wir noch ein Stück fahren. Wir müssen aber auf jeden Fall mindestens einen Tank voll machen und AdBlue tanken. Das brauchen wir. Ohne dem kommen wir heute nicht mehr weiter. Vor allem, weil wir morgen nirgends hinkommen, wo wir tanken können. Wenn wir nicht heute noch nach Hermsdorf fahren sollten, aber ich wüsste nicht warum. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Diesel. 480 Kilometer, naja. Damit kommen wir gerade mal so noch bis Reichenbach, wollte ich gerade sagen, bis Regensburg. Und 1000 Kilometer AdBlue. Nee, wir müssen auf jeden Fall mindestens einen Tank voll machen in Leipzig. Dass wir dann morgen runter, hoch nach Oelsnitz und dann Montag wieder nach Leipzig kommen. Das ist das Minimum, was wir brauchen. Also einen Tank voll machen würde reichen. Aber das müssen wir auf jeden Fall machen. So viel zum Thema 50. Jetzt hast du sowieso rot. Jetzt hast du sowieso rot. Ach nee, jetzt hat er schon grün. Na, schau an. Oh, der Teich ist aber ganz schön voll hier, ne? Mein lieber Mann. So, dann mal gucken, wie es jetzt in der C-Reihe ist. Wenn ich Glück habe, kriege ich alle drei an einer Abladestelle runter. Wenn ich Pech habe, muss ich 28, 30, 32 fahren. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Man muss doch auch mal Glück haben im Leben. Das Ding nimmt ganz schön Neubau eines Versorgungszentrums. Na toll. Versorgungszentrum heißen sie doch alle. Na, mein lieber Mann, das sind ganz schöne Klopper von Hallen hier, die sie ja hergezaubert haben, die Spedition Elflein. Alter Franz. Hier kommen wir nachher raus aus der Halle. Wenn wir geladen haben. Und wie gesagt, dann müssen wir noch in die Spedition tanken.
Und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Hier beim Laden dauert es wieder eine bestimmte Stunde, also eine Stunde auf jeden Fall. Wenn man gleich drankommt, dauert es eine Stunde. Aufladen eine Viertelstunde und das Gurten dauert bestimmt, also dauert immer 40, 45 Minuten brauchst du zum Gurten. Du musst ja hier 12 Gurte. An die Rutschmattengurte Kantenschoner. Das ist hier Vorschrift. Sonst lassen sie dich nicht wegfahren. Minimum 12 Gurte. So, kommen wir uns in die Quere, du und ich? Oh, ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube eher nicht, du bist zu langsam. Und wenn du auf deinem Handy rumspielst, bist du ja noch viel langsamer. Dann bin ich der Schnellere. Hier scheint es geregnet zu haben, ne? Hier sind überall Pfützen und alles nass. Na gut. Schauen wir mal. Halbe Stunde Pause müssen wir noch machen. Ich habe jetzt hier schon eine Viertelstunde gemacht, während ich mich angemeldet habe. Es hat 17 Minuten gedauert, das Anmelden. Musst ja warten, bis die Papiere kommen. Und dann kannst du in der Zwischenzeit kannst du ja Pause machen. Und dann habe ich boogie zuggi, 5 Minuten war das abgeladen, 10 Minuten. So, Freunde, dann sage ich mal bis später, ne? So, hier ist schon wieder, die stapeln sich hier schon wieder überall. Mein lieber Mann, schon wieder dermaßen voll der Parkplatz. Also, wir fahren jetzt rüber in den Flughafen, tanken und dann denke ich, dann ist Feierabend. Ich bin irgendwie, ach, wir haben dann fast 14 Stunden Schichtzeit weg und in einer Stunde kommen wir nirgends mehr hin. Nicht mal mehr bis Hermsdorf, selbst in Hermsdorf hätten wir gar keinen Platz. Also, so, Freunde, jetzt ist Feierabend. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Da stand da vorne ein Container, Auto und hat getankt. Die haben ja ihre Tankstelle da gleich daneben. Und ehe der jetzt hier fertig ist, habe ich gedacht, nee, tue ich mir jetzt nicht an. Ja, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Fangen wir kurz nach 6 morgen wieder an und dann gucken wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wird schon irgendwie hinhauen. Irgendwie werden wir das Kind schon in den Brunnen schmeißen.
Ich bin jedenfalls irgendwie fix und fertig heute. Das war heute ein Scheißtag. Obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht anfing. Mit der Laderei, das ging eigentlich. In Regensburg, das ging razzifazzi-rucki-zucki. In Wackersdorf, da konnte ich dann auch, da war einer an der Ladestelle, der war aber schon fast fertig mit der musste entladen werden. In der Zwischenzeit haben die mein Zeug zusammengesucht. Das hat auch nicht ewig gedauert. Na gut, hier die Entladerei mit dem Venus, das ging eigentlich. Dann im Werk, naja, gut. Aber im Verhältnis zu sonst lief's gut. Auch die Laderei mit den Platinen, das lief eigentlich alles recht ordentlich. Naja, aber irgendwie bin ich fertig. Na, was soll's. Jetzt machen wir, haben übrigens schon dreimal 11 Stunden Pause gemacht die Woche, ne? Über 11 Stunden. Dreimal über 11 Stunden Pause. Und einmal sogar so lange, dass wir die 3,5 Stunden Wochenendruhe gleich noch mit ausgeglichen haben. Ja, Spiegel muss ich noch ranklappen. Armbrot essen muss ich noch. Dann geht's ins Bett und morgen früh kurz nach 6, 6:45 rum machen wir los. Ne, wisst ihr Bescheid erstmal, Freunde. Freunde der guten Unterhaltung. Also, ich wünsche euch jetzt eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und bis morgen früh, kurz nach 6. Tschüss.